Wenn du gewerbetreibend bist, musst du einmal im Jahr neben der Einkommensteuer und der Umsatzsteuererklärung eine Gewerbesteuererklärung abgeben. Natürlich kannst du auch diese Gewerbesteuererklärung in Elster Online erledigen und direkt an das Finanzamt übermitteln. Und so selbstverständlich, wie das klingt, ist das Ganze nämlich gar nicht. Denn der Ansprechpartner für die Gewerbesteuer ist die Gemeinde, in der du registriert bist. Das heißt, ganz häufig kommt der Gewerbesteuerbescheid auch nicht vom Finanzamt, sondern tatsächlich von der Gemeinde. Aber du sendest die Gewerbesteuererklärung trotzdem erst einmal an das Finanzamt und kannst es damit dann auch über Elster Online erledigen. Möchte ich einmal kurz erläutern, was eigentlich genau passiert. Also du erstellst eine Gewerbesteuererklärung, schickst sie dann an das Finanzamt. Das Finanzamt ermittelt deinen Gewerbeertrag und ermittelt einen Gewerbesteuermessbetrag. Und du bekommst dann anschließend einen Bescheid über einen Gewerbesteuermessbetrag vom Finanzamt. Aufgrund dieses Bescheides musst du aber noch keine Gewerbesteuer an das Finanzamt übermitteln. Denn das Finanzamt schickt dir nicht nur den Bescheid über den Gewerbesteuermessbetrag, sondern teilt diesen Gewerbesteuermessbetrag auch der zuständigen Gemeinde mit. Und die Gemeinde erstellt dann aus dem Gewerbesteuermessbetrag und dem Hebesatz der Gemeinde den Gewerbesteuerbescheid. Und den bekommst du dann in der Regel von der Gemeinde zugeschickt. Und in diesem Gewerbesteuerbescheid steht dann auch deine Gewerbesteuerabschlusszahlung oder gegebenenfalls Erstattung. Aber die Gemeinde schickt nicht nur dir den Gewerbesteuerbescheid, sondern die teilt auch dem Finanzamt noch einmal die Daten aus dem Gewerbesteuerbescheid mit. Warum? Weil du ja die gezahlte Gewerbesteuer in deiner Einkommensteuererklärung anrechnen kannst. Deswegen teilt die Gemeinde nochmal dem Finanzamt mit, wie viel Gewerbesteuer am Ende tatsächlich gezahlt wurde, damit das Ganze verrechnet werden kann. Das Ganze ist also ein ganz schönes Hin und Her zwischen Finanzamt und Gemeinde. Und das ist auch ein Grund, warum einige Gemeinden sich dazu entschlossen haben, das Ganze einfach vom Finanzamt erledigen zu lassen. Deswegen kann es durchaus sein, dass du in einigen Fällen nur mit dem Finanzamt zu tun hast, wenn es um die Gewerbesteuer geht. Das unterscheidet sich aber von Gemeinde und Gemeinde und kann ich dir deswegen so in einem Video nicht pauschal sagen, wie es genau in deiner Gemeinde ist. Schließlich haben wir in Deutschland über 10.000 Gemeinden. Und mit diesen einleitenden Worten würde ich dich einmal mit auf meinen Bildschirm nehmen und wir klicken uns in Elster Online einfach mal Schritt für Schritt durch eine Gewerbesteuererklärung durch und du kannst dann parallel schon direkt die Felder ausfüllen. Wir befinden uns in der Übersicht bei Elster Online. Das heißt, ich habe mich gerade bei Elster Online eingeloggt und befinde mich auf der Startseite. Wie auch alle anderen Formulare finde ich die Gewerbesteuererklärung hier links unter Formulare und Leistungen und dann unter alle Formulare und dann sehe ich die ganzen Überschriften und zwar zum Beispiel die Gewerbesteuer. Und hier sehe ich die Gewerbesteuererklärung. Die wähle ich aus. Natürlich muss ich jetzt das Jahr auswählen. Ich mache die Gewerbesteuererklärung für das Jahr 2022. Natürlich kann ich auch hier wieder die Daten übernehmen. Das heißt, wenn ich das letzte Jahr schon über Elster Online gemacht habe, dann kann ich hier einfach die Daten übernehmen. Das spart in der Regel Zeit, weil sich ja mein Name, mein Standort und so weiter wahrscheinlich nicht so häufig ändert. Deswegen könntest du dann hier die Daten übernehmen. Da ich in diesem Elster-Account noch nie eine Gewerbesteuererklärung gemacht habe, muss ich ohne Daten übernehmen. Name fortfahren und im nächsten Schritt muss ich Anlagen auswählen. Ich möchte mich in diesem Video nur auf die Kerngewerbesteuererklärung beschränken, weil alle Anlagen sind Sonderfälle. Das würde einfach zu lang werden in diesem einen Video. Deswegen geht es hier jetzt erstmal nur um die Gewerbesteuererklärung und die wähle ich aus und klicke auf Weiter. Und dann sehen wir den ja altbekannten Aufbau. Hier oben sehen wir einmal die drei Reiter, die wir durcharbeiten werden. Das heißt, erst werde ich eine ganze Reihe an Daten eingeben. Dann prüft Elster Online nochmal, was ich da eingetragen habe. Ganz, ganz wichtig, Elster Online prüft natürlich nicht die Zahlen, die ich eingetragen habe, sondern nur, ob das inhaltlich Sinn ergibt oder ob ich widersprüchliche Informationen in die Felder eingetragen habe. Das heißt, das ist jetzt keine finale Prüfung, ob tatsächlich mein Gewerbeertrag richtig eingetragen ist, weil diese Information hat Elster Online ja nicht. Und im letzten Schritt, wenn alles ausgefüllt wurde, was ausgefüllt werden muss und alles widerspruchsfrei ist, dann kann ich das Formular an das Finanzamt übermitteln und dann geht der ganze Prozess los, den ich eben schon erläutert habe. Und hier auf der linken Seite sehe ich einmal die Struktur von der Gewerbesteuererklärung. Ich hoffe, du bist nicht zu sehr geschockt. Mit genau 21 Abschnitten ist die Gewerbesteuererklärung unglaublich
umfangreich. Ehrlicherweise werden die meisten Felder für dich nicht von Relevanz sein. Ich nehme dieses Video und auch alle anderen Videos auf diesem Kanal ja für Selbstständige auf. Das heißt, du bist hoffentlich in der Rechtsform des Einzelunternehmers und da gewerbetreibend. Und dann musst du ganz viele Felder nicht ausfüllen. Eine Gewerbesteuererklärung muss jeder Gewerbebetrieb in Deutschland ausfüllen. Das heißt auch Volkswagen oder Siemens oder Daimler-Benz und BMW. Und natürlich haben diese Unternehmen wesentlich mehr Angaben zu machen als irgendein Gewerbetreibende, der irgendwie 100.000, 150.000 Umsatz im Jahr macht. Deswegen lass dich nicht abschrecken von dem großen Umfang. Ich werde hier in diesem Video einige Punkte überspringen und hoffe, dass ich dir so einen roten Faden durch dieses Monster an Gewerbesteuererklärung bieten kann. Wenn du zu einzelnen Feldern oder Abschnitten, die ich eventuell überspringe, Fragen hast, dann schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir, ja, so gut es mir im Kommentarbereich halt möglich ist, weiterzuhelfen. Natürlich werde ich nicht alles jetzt in einem Kommentarbereich auf YouTube beantworten können, weil das Ganze natürlich auch davon abhängig ist, wie deine persönliche, individuelle Situation und Aufteilung deines Gewerbes ist. Und wir starten ganz am Anfang erstmal mit den allgemeinen Angaben. Und die sind eigentlich immer gleich. Und zwar kannst du hier einmal die Datenübernahme aus deinem Profil vornehmen. Wir waren ja eben schon mal bei einer Datenübernahme. Diese Datenübernahme, über die wir eben gesprochen haben, das ist quasi das Kopieren der Steuererklärung aus dem Vorjahr. Aber Elster Online hat ja auch Profilstammdaten, um es mal so zu sagen. Das heißt, du kannst den Namen, deine Anschrift, deine Steuernummer und so weiter auch in dem Elster Online Profil anlegen und die könntest du dann hier übernehmen. Auch das werde ich jetzt an dieser Stelle nicht machen, weil ich möchte ja jedes Feld mit dir durchsprechen. Im nächsten Bereich musst du einmal die Betriebssteuernummer angeben. Das ist ganz, ganz wichtig. Du hast unter Umständen mehrere Steuernummern. Auch ganz wichtiger Hinweis, hier geht es nicht um die persönliche Steueridentifikationsnummer, hier geht es auch nicht um die Umsatzsteueridentifikationsnummer, sondern hier geht es um die normale Steuernummer für deine betrieblichen Steuern. Das kann die gleiche Steuer sein für deine privaten Steuern. Das heißt, unter Umständen hast du einfach eine Steuernummer für die Einkommensteuer, die Umsatzsteuer und die Gewerbesteuer. Dann trägst du die hier ein. Wenn du aber deine Selbstständigkeit woanders registriert hast, als du wohnst, dann kann das durchaus sein, dass du für deine betrieblichen Steuerarten eine andere Steuernummer hast. Und hier geht es, wie es da schon steht, um die betrieblichen Steuern. Das heißt deine Betriebssteuernummer. Und die findest du halt zum Beispiel auf deinem letzten Gewerbesteuerbescheid. Das ist die Steuernummer, die immer so durch Schrägstriche voneinander getrennt ist. Wir schauen uns das einfach mal an. Wenn ich hier Berlin eingebe, dann sieht man schon die Struktur. So sieht quasi immer die Steuernummer aus. Das heißt, hier trägst du deine Steuernummer ein und dann klicken wir auf nächste Seite und bekommen noch einmal den kompletten Aufbau der Gewerbesteuer präsentiert. Wir springen direkt rein in den ersten Bereich. Da geht es erstmal um allgemeine Angaben. Das heißt, um welches Unternehmen und welche Firma geht es denn hier? Wenn du Einzelunternehmer bist, der nicht im Handelsregister eingetragen ist, dann heißt dein Unternehmen immer so wie du. Also in meinem Fall würde ich dann Melchior Neumann heißen. Das kann man auch ergänzen, zum Beispiel Melchior Neumann Videoproduktion. Aber wenn du nicht im Handelsregister eingetragen bist, dann kannst du dir zwar Fantasienamen ausdenken für deine Webseite und deine Visitenkarten, aber nicht fürs Finanzamt. Deswegen heißt dein Unternehmen ganz klar so wie du heißt. Hier unten geht es um den Gegenstand des Unternehmens. Da würde ich zum Beispiel Videoproduktion eintragen, je nachdem, was du da jeweils machst. Und dann gehen wir auf die nächste Seite. Und damit kommen wir zu dem zweiten Bereich. Hier geht es um die Rechtsform und die Art der Tätigkeit. Und das ist ein Bereich, den können wir ziemlich schnell ausfüllen, denn ich nehme dieses Video ja nur für Einzelunternehmer auf. Deswegen machen wir hier ganz oben einen Haken bei, der Gewerbebetrieb wird als Einzelunternehmen betrieben. Jetzt gibt es hier noch eine ganze Reihe an Sonderformen und so weiter. Hausgewerbe, Reisegewerbe und so weiter. Das lassen wir alles weg und hier muss man auch noch mal mehr Angaben machen bei Personengesellschaften und Körperschaften und ich zeige dir einfach mal, warum die Gewerbesteuererklärung so komplex ist. Es gibt nämlich eine ganze Reihe an Rechtsformen, die da möglich sind und die haben unter Umständen natürlich ja weitere Verpflichtungen. Da du, wenn du als Einzelunternehmer tätig bist, aber weder Personengesellschaft noch Körperschaft bist, musst du hier auch nichts eintragen. Hier unten musst du Angaben machen, wenn du in dem betreffenden Jahr, also in dem Fall im Jahr 2022, deine Rechtsform geändert hast. Davon gehe ich immer aus, dass du das nicht gemacht hast, vom Einzelunternehmen zur GmbH beispielsweise oder von der OHG zur GmbH und so weiter. Wenn du das gemacht hast, dann musst du die Felder hier unten eintragen. Wenn du es einfach nicht gemacht hast, dann lässt du das
alles einfach leer und wir bleiben bei dem einen Haken hier oben und gehen zur nächsten Seite und dem nächsten Abschnitt. Hier geht es um ergänzende Angaben zur Steuererklärung. Das solltest du in einem normalen Fall eigentlich auch nicht haben. Wenn aber in dem betreffenden Jahr irgendwas Außergewöhnliches vorgefallen ist, beispielsweise eine Umfirmierung, dass du jetzt eine neue Rechtsform hast, dann kann es durchaus Sinn sein, dem Finanzamt etwas Kontext zu geben und die Dinge zu erläutern. In der Regel wird das Finanzamt dann auch nochmal Verträge und Nachweise fordern wollen, aber du könntest hier zumindest den Sachverhalt schon mal erläutern. Wenn jetzt nicht sowas Fundamentales wie ein Rechtsformwechsel stattgefunden hat, dann lässt du diesen dritten Bereich einfach komplett leer und gehst direkt zum vierten. In diesem vierten Bereich geht es über grenzüberschreitende Steuergestaltungen. Das sollten die allermeisten Einzelunternehmen auch nicht haben. Und ich hoffe inständig, wenn du irgendwelche grenzüberschreitenden Steuergestaltungen machst, dass du das nicht alleine machst, sondern einen Steuerberater an deiner Seite hast, der dich berät, dass du das Ganze richtig machst. Und dann weißt du auch, dass du hier was eintragen musst. Wenn du das nicht gehört hast und auch davon nichts weißt, dann ist auch der vierte Bereich tatsächlich ein Bereich, den du einfach leer lassen kannst. Im fünften Bereich geht es um Angaben zu Betriebsstätten. Du kannst übrigens überall, wo so ein Fragezeichen ist, auch immer auf dieses Fragezeichen klicken und dann bekommst du hier noch eine Erläuterung. Die ist dummerweise nicht so richtig leicht zu verstehen. Deswegen nehme ich ja dieses Video auf, damit du wirklich weißt, was du jeweils eintragen musst. Die Betriebsstätte ist beispielsweise der Sitz der Geschäftsleitung, Zweigniederlassungen und so weiter. Stellen wir uns mal eine Bäckerei vor mit 20 Niederlassungen. Diese 20 Niederlassungen sind in den meisten Fällen zumindest ja nicht in einer Gemeinde, sondern auf ganz viele Gemeinden verteilt. Und weil die Gewerbesteuer ja an die zuständige Gemeinde gezahlt werden muss, müssen natürlich Angaben gemacht werden zu den jeweiligen Betriebsstätten. Das heißt, in welchen Gemeinden hat der Gewerbebetrieb denn eigentlich ja Niederlassungen, damit da jeweils in der Gemeinde der richtige Anteil an Gewerbesteuer gezahlt werden kann. Du merkst, für ein Einzelunternehmen, beispielsweise Webdesign, Programmierung, Beratung und so weiter, hat man das in der Regel nicht. Aber wenn du mehrere solcher Betriebsstätten haben solltest, dann musst du das hier natürlich eintragen. Ich würde dir empfehlen, dass du hier oben aber einfach überall auch Nein angibst. Also Betriebsstätten bestanden im Kalenderjahr 2022 in mehreren Gemeinden. Nein. Betriebsstätten erstreckten sich über mehrere Gemeinden. Das heißt, wenn deine Betriebsstätten so groß sind, dass mehrere Gemeinden betroffen sind, dann kannst du auch hier Ja auswählen. Wenn das nicht der Fall ist, kannst du einfach Nein sagen. Oder aber die einzige Betriebsstätte wurde im Laufe des Kalenderjahres in eine andere Gemeinde verlegt. Das müsstest du mit Ja beantworten, wenn du im letzten Jahr umgezogen bist. Weil dann ist ja unter Umständen eine andere Gemeinde zuständig und dann musst du die jeweiligen Angaben zu deinem Umzug machen. Wenn du nicht umgezogen bist, dann beantwortest du natürlich auch diese Frage mit Nein. Als nächstes wird nach der Hebenummer oder der Steuernummer der Gemeinde gefragt. Bei dieser Hebenummer oder Steuernummer der Gemeinde geht es nicht um deine Steuernummer, sondern um die Steuernummer der Gemeinde. Das heißt, jede Gemeinde hat auch so eine Identifikationsnummer, also sowas wie eine Steuernummer beim Finanzamt. Diese Nummer solltest du entweder auf dem Gewerbesteuerbescheid oder auf dem Bescheid über den Gewerbesteuermessbetrag finden und dann hier eintragen. Meine persönliche Erfahrung ist allerdings, dass du dieses Feld auch einfach leer lassen kannst, wenn du nur in einer Gemeinde ansässig bist. Das heißt, wenn du nicht mehrere Niederlassungen hast, dann kannst du dieses Feld auch einfach leer lassen und dann kommt es später in der Überprüfung von Elster auch nicht zu Fehlern und auch in der Berechnung bleibt alles richtig. Und wenn du gegründet hast im letzten Jahr oder dein Gewerbe beendet hast, dann musst du hier die Zeilen 34 bzw. 35 ausfüllen. Denn wenn du deine Tätigkeit begonnen hast, dann trägst du hier dein Datum ein, beispielsweise 1.7.2022. Und wenn du dein Unternehmen beendet hast, dann trägst du die Zahl halt entsprechend hier ein. Im letzten Bereich geht es um Organschaften. Das Ganze möchte ich einmal ausklammern, weil wenn du alleine bist, du in der Regel keine Organschaft bist und deswegen kannst du das auch einfach leer lassen. Bis hierhin haben wir ja nur Angaben über die Art und der Struktur deiner Selbstständigkeit gemacht. Im sechsten Bereich geht es jetzt langsam darum, dass wir tatsächlich auch mal ermitteln und Angaben machen, wie denn eigentlich das Jahr 2022 in diesem Beispiel gelaufen ist. Und zwar tragen wir hier oben einmal den Gewinn aus Gewerbebetrieb ein. Das heißt, das Ergebnis, was du im Rahmen deiner Einnahmenüberschussrechnung oder Gewinn- und Verlustrechnung ermittelt hast, diesen Betrag trägst du hier ein. Und für die allermeisten von euch ist dann tatsächlich auch
Ende. Denn hier geht es nochmal um Personengesellschaften. Dann geht es hier um Betriebe, die von der Gewerbesteuer befreit sind. Das heißt, wenn das auf dich zutreffen sollte, dann weißt du das hoffentlich. Und dann musst du hier den jeweiligen Paragraphen eintragen und hier den ja, von der Gewerbesteuer befreiten Gewinn eintragen. Und hier unten gibt es noch einige Angaben. Und man sieht hier schon bei den Paragraphen, hier geht es ums Investmentsteuergesetz. Das heißt, Paragraph 15 Investmentsteuergesetz. Wenn du ein Investmentfonds bist, dann musst du hier unten auch nochmal Angaben machen. Wenn du das nicht bist und auch keine Personengesellschaft bist, was du alles als Einzelunternehmer nicht bist, dann war es das tatsächlich, wenn du hier oben einfach deinen Gewinn einträgst und dann kannst du direkt zur nächsten Seite gehen. Du zahlst deine Gewerbesteuer aber nicht auf deinen Gewerbeertrag, also auf deinen Gewinn, denn es gibt einige Hinzurechnungen, also was du auf deinen Gewerbeertrag addieren musst. Das kannst du sozusagen nicht von der Steuer absetzen, zumindest nicht von der Gewerbesteuer absetzen und einige Kürzungen. Bei den Hinzurechnungen, das sind ja die Beträge, die wir nicht haben wollen, geht es vor allem um Finanzierungskosten. Das heißt, du kannst Kosten, die dir bei der Finanzierung entstehen, also Zinsen in der Regel und Vermittlungsgebühren und so weiter, die kannst du in der Regel nicht von der Gewerbesteuer absetzen. Die hast du ja aber bei der Ermittlung des Gewerbeertrags schon einmal in der Buchhaltung erfasst und so steuermindernd geltend gemacht. Und deswegen musst du in der Gewerbesteuererklärung diese Kosten noch einmal aufführen, damit sie quasi nachträglich hier in der Gewerbesteuererklärung ja, addiert werden auf deinen Gewerbeertrag. Vielleicht sagst du jetzt, oh Gott, das ist ja richtig ungerecht. Ja, ist es unter Umständen. Allerdings gibt es hier tatsächlich einen Freibetrag von 200.000 Euro im Jahr. Das heißt, wenn deine Finanzierungskosten pro Jahr unter 200.000 Euro lagen, was ehrlicherweise bei fast jedem Einzelunternehmen in Deutschland der Fall sein sollte, dann kommt es nicht zu Hinzurechnungen. Diese Regelungen mit den Hinzurechnungen, die gelten also eigentlich nur für größere Unternehmen. Ich meine, um wirklich 200.000 Euro Finanzierungskosten pro Jahr zu haben, da muss man schon einiges finanzieren und das jeweilige Kreditvolumen muss halt auch entsprechend hoch sein. Du solltest allerdings, wenn du solche Kosten hast, sie trotzdem hier einmal angeben. Und wir gehen einmal die wichtigsten Felder durch, behalten aber im Hinterkopf, das Ganze hat für dich keine Relevanz, wenn du unter 200.000 Euro Kosten bist. Das heißt, du musst da jetzt nicht mehr Steuerbelastungen erwarten. Hier geht es in der ersten Zeile um Entgelte für Schulden, also was hast du für Schulden gezahlt, Renten und dauernde Lasten, Gewinnanteile der stillen Gesellschafter. Das heißt, wenn du da Kosten hattest, dann trägst du die hier ein. Miet- und Pachtzinsen einschließlich Leasingraten für Elektrofahrzeuge und so weiter. Das heißt, sowas hast du unter Umständen, wenn du dein Firmen-Kfz liest beispielsweise, dann geht es hier um Miet- und Pachtzinsen einschließlich Leasingraten für Benutzung fremder, unbeweglicher Betriebsanlagegüter. Wir merken schon, das sind so Ausgaben, die wahrscheinlich 98-99% von euch gar nicht haben. Dann geht es hier nochmal um Aufwendungen für die zeitlich befristete Überlassung von Rechten, insbesondere Konzessionen und Lizenzen und so weiter. Das heißt, all diese Kosten, wenn du sie denn hattest, trägst du hier ein. In der Regel die wichtigsten Felder sind hier oben Entgelte für Schulden, Renten, dauernde Lasten und hier Miet- und Pachtzinsen für Elektrofahrzeuge und so weiter. Das heißt, wenn du das hast, trägst du das hier einfach ein. Dann wird das Ganze hier unten nochmal abgefragt und zwar für ein zweites im Erhebungszeitraum endendes Wirtschaftsjahr. Normalerweise erstellst du deine Steuererklärung ja für ein Jahr, das heißt ein gesamtes Jahr. Theoretisch ist es möglich und große Unternehmen machen das auch manchmal, dass sie nicht ihren Jahresabschluss vom 1. Januar bis zum 31. Dezember machen, sondern das Ganze verschieben. Wenn du unter Umständen um Weihnachten und Neujahr absolute Hochsaison hast, dann möchtest du vielleicht nicht am 31.12. deinen Bilanzstichtag haben, um denn da deine Bilanz zu erstellen. Oder ein anderes Beispiel, Fußballvereine. So eine Fußballsaison geht in der Regel so von August, September bis Juni. Und die meisten Fußballclubs haben deswegen ein Wirtschaftsjahr, also es geht vom 1.7. eines Jahres bis zum 30.6. Das heißt, sie erstellen ihre Bilanzen in der Regel auch nicht zum 31. Dezember, sondern zum 30.6. Das ergibt Sinn, weil die Saison auch so aufgebaut ist. Das Ganze sollte für dich als Einzelunternehmen absolut keine Rolle spielen. Das heißt, dieser ganze Bereich, der hier kommt, den musst du auch nicht weiter ausfüllen. Von meiner Seite einfach nur mal die Erläuterung, für wen das Ganze hier eigentlich relevant ist. Dann geht es hier nochmal um Kommanditgesellschaft auf Aktien. Das Ganze hast du natürlich auch nicht, wenn du Einzelunternehmen bist. Dann gibt es noch Beteiligungen an in- und ausländischen Personengesellschaften, die du denn da eventuell hältst und so weiter. Das heißt, all diese Dinge hast du in der Regel nicht. Für dich der relevante Bereich
Bereich ist eigentlich hier oben mit den schon genannten Feldern. Und dann gehen wir zu dem nächsten Bereich und da kommen wir zu Gewinne aus Anteilen an bestimmten Körperschaften. Und wie die Überschrift eigentlich schon sagt, wenn du keine Anteile an Körperschaften hast, dann brauchst du dich hiermit gar nicht näher beschäftigen, dann kannst du das Ganze einfach leer lassen. Und genau das wollen wir auch hier tun und gehen deswegen direkt zum neunten Bereich. Und wir haben uns ja eben schon einmal, wir schauen uns das in der Übersicht an, die Hinzurechnungen angeschaut und jetzt geht es um die Kürzungen. Weil du kannst auch unter bestimmten Voraussetzungen den Gewerbeertrag kürzen. Das heißt, du hast den Gewerbeertrag, also deinen Gewinn, dann hast du die Hinzurechnungen, also diese ganzen Finanzierungskosten, aber du kannst quasi diesen Gewerbeertrag auch noch einmal kürzen. Und genau darum geht es hier in diesem neunten Bereich. Und diese Kürzungen kannst du vornehmen, wenn du zum Beispiel im Betriebsvermögen deines Gewerbebetriebs Grundbesitz hast. Das heißt, du hast Immobilien im Betriebsvermögen. Dann kannst du hier tatsächlich den Einheitswert eintragen und dann kommt es tatsächlich zu Kürzungen des Gewerbeertrags. Auch das sollte eine Ausnahme sein und du solltest in deinem Fall auch überlegen, ob das Ganze sinnvoll ist. Denn es gibt durchaus Nachteile, Immobilien im Betriebsvermögen zu haben. Und wenn du das hast, dann hast du dir das hoffentlich gut überlegt und dann kannst du hier jeweils die Angaben machen. Dann geht es im nächsten Bereich noch um Anteile am Gewinn von in- und ausländischen Personengesellschaften. Das heißt, wenn du Anteile hältst an einer Personengesellschaft, auch hier ganz, ganz wichtig, wenn du die im Betriebsvermögen hältst, dann kann das Ganze gekürzt werden. Warum? Weil du ja auf der Ebene der Beteiligung auch schon Gewerbesteuer gezahlt hast. Deswegen hat sich der Gesetzgeber gedacht, das wäre jetzt nicht gerecht, wenn man darauf denn nochmal Gewerbesteuer zahlen müsste. Das heißt, wenn in deinem Gewinn tatsächlich Gewinnanteile von Personengesellschaften sind, dann kannst du die hier eintragen. Damit musst du sie denn nicht nochmal versteuern. Und ein weiterer wichtiger Punkt sind Zuwendungen oder wie wir umgangssprachlich sagen würden, Spenden und auch ganz häufig Mitgliedsbeiträge. Auch hier ein wichtiger Hinweis. Hier geht es um betriebliche Zuwendungen, also betriebliche Spenden. Wenn du Einzelunternehmer bist, dann würde ich dir grundsätzlich raten, dass du deine Spenden, ja, privat tätigst, denn dann kannst du deine Spenden in deiner Einkommensteuererklärung als Sonderausgaben geltend machen. Nur wenn du zum Beispiel eine Kapitalgesellschaft hast, dann hast du ja als Kapitalgesellschaft nicht deinen betrieblichen Bereich und deinen privaten Bereich, dann hast du ja nur den betrieblichen Bereich. Und wenn du in einer GmbH beispielsweise Spenden vornimmst, dann kannst du sie hier nochmal eintragen, was dann dazu führt, dass sich deine Gewerbesteuerlast reduziert. Als Einzelunternehmen wirst du deine Spenden eher privat tätigen und das Ganze ist auch deutlich einfacher und steuerlich für dich günstiger, wenn du quasi deine Spenden privat tätigst und dann als Sonderausgabe in der Einkommensteuererklärung einträgst und dann haben die entsprechend hier nichts zu suchen. Und damit sind wir auch mit den Kürzungsbeträgen durch und können zum nächsten Bereich gehen. Wir merken also, für so ein ganz einfaches Gewerbe spielen weder die Hinzurechnungen eine Rolle, weil die wenigsten von euch über 200.000 Euro kommen werden und auch die Kürzungen sollten zumindest in den meisten Fällen keine Rolle spielen. Im 10. Bereich geht es auch wieder um Dinge, die auf dich wahrscheinlich nicht zutreffen. Hier bei Handelsschiffen oder öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, was du in der Regel nicht bist. Und deswegen überspringen wir den ganzen Bereich und gehen direkt in Bereich 11. Und im 11. Abschnitt geht es um Organschaften. Auch damit hast du als Einzelunternehmen nichts zu tun. Und weil wir hier schon sehen, jetzt geht es um sehr viele spezielle Fälle, gucken wir uns erstmal die Struktur an, ab wann das Ganze eigentlich wieder für uns interessant wird als Einzelunternehmen. Jetzt geht es hier noch um irgendwelche Finanzinstrumente und Verluste und so weiter. Verluste sind unter Umständen interessant, wenn du im letzten Jahr Verluste gemacht hast, denn du kannst Verluste bei der Gewerbesteuer auch vortragen. Das heißt, wenn du ein paar Jahre Verluste gemacht hast, dann kannst du das tatsächlich ja festschreiben und in den folgenden Jahren ausgleichen. Das geht bei der Einkommensteuer, das Ganze geht aber auch bei der Gewerbesteuer. Auch darauf möchte ich ehrlicherweise hier jetzt nicht zu tief eingehen. Ich möchte dich hier nur einmal darauf aufmerksam machen, dass das Ganze für dich unter Umständen interessant sein kann, wenn du tatsächlich mit deinem Gewerbebetrieb beispielsweise in den Gründungsjahren einen Verlust machst, dass du diese Verluste tatsächlich dann später auch noch einmal nutzen kannst. So viel dazu. Ich möchte da jetzt nicht auf jedes Feld eingehen. Wenn du dazu speziell Fragen hast, dann kannst du tatsächlich gerne einen Kommentar schreiben und dann helfe ich dir gerne in den Kommentaren weiter. In den allermeisten Fällen und in den allermeisten Steuererklärungen, die du gerade machst, sollte das Ganze ja jetzt keine Rolle spielen. Und auch in den weiteren Bereichen geht es zum Beispiel darum, wenn du aufhörst und einen Aufgabegewinn hast oder einen Sanierungsertrag hast oder wenn du dich von einem Einzelunternehmen zu einer Personengesellschaft umfirmiert hast oder andersrum. Das heißt,
immer wenn sowas passiert, dann musst du in diesen Bereichen 17 bis 20 unter Umständen auch noch Angaben machen. Das sind alles absolute Ausnahmefällen und ich möchte das Video jetzt nicht 3 Stunden werden lassen. Deswegen, wenn es dazu Fragen gibt, dann schreib mir gerne einen Kommentar unter diesem Video. Und wir gehen nochmal in den 21. Bereich und zwar in den letzten Bereich. Hier musst du zum Beispiel deinen Steuerberater eintragen, beziehungsweise dein Steuerberater müsste ausfüllen, wenn er dir geholfen hat. Das heißt, Klassiker, wenn du eine Steuererklärung abgibst, das Finanzamt hat nochmal Rückfragen zur Steuererklärung, sollen sie sich an dich wenden oder halt aber an den Steuerberater. Das heißt, hier Mitwirkung bei der Anfertigung der Steuererklärung, das ist in der Regel ein Steuerberater, der trägt das Ganze hier ein. Da du ja dieses Tutorial anschaust und hoffentlich nicht Steuerberater bist, weil dann frage ich mich, warum schaust du dieses Tutorial an, dann müsstest du das hier eintragen. Wenn du die Steuererklärung selbst machst, dann schreibst du hier bitte nicht rein, hier Melchior von YouTube hat mir da geholfen. Nee, habe ich nicht. Das heißt, ich habe dir nur die Felder jeweils erklärt und damit sind wir aber eigentlich auch am Ende. Das heißt, auch hier hinten trägst du in der Regel nichts ein, wenn du die Steuererklärung selbst gemacht hast. Und damit sind wir tatsächlich auch am Ende angelangt der Gewerbesteuererklärung. Und ich möchte dich beglückwünschen, dass du bis hierhin mit mir durchgehalten hast und ich hoffe, dass du jetzt deine Gewerbesteuer erklärt hast. Das Ganze ist auch vollkommen nachvollziehbar, unglaublich kompliziert und verwirrend, wenn man einfach nur Einzelunternehmen ist und einfach nur Gewerbebetrieb ist. Wir sehen, es gibt halt unglaublich viele Ausnahmen und Ausnahmen von der Ausnahme und Investitionen und so viele Rechtsformen und so weiter. Das alles betrifft uns aber nicht als Einzelunternehmen und deswegen sind wir an dieser Stelle durch. Ich hoffe, mit dieser Anleitung konnte ich dir weiterhelfen und du hast jetzt erfolgreich deine Gewerbesteuererklärung erstellt und erfolgreich übermittelt. Wenn du dazu noch Fragen hast, zu irgendwelchen Feldern, zu Elster Online, zur Gewerbesteuer und so weiter, dann schreib mir gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Und wenn du jetzt vollkommen verwirrt bist und sagst, um Himmels Willen, ich bin noch nicht selbstständig geworden, um hauptberuflich Steuererklärungen zu machen, dann verstehe ich dein Gefühl absolut. Und dann würde ich dir empfehlen, dass du dir einfach einen professionellen Berater an die Seite holst, der sich denn um den ganzen Kram kümmert. Meine Empfehlungen findest du einmal unten in der Videobeschreibung und ich verlinke sie dir gerne auch einmal hier. Oder du schaust dir einfach die weiteren Videos auf diesem Kanal an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.